Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Wir haben ja hier schon doch ein bisschen Vormarscharbeit geleistet, haben aber doch ziemlich auf die Schnauze bekommen und deswegen traue ich mich gerade nicht unbedingt großartig weiter vorzupreschen, aber wir schauen mal, was unsere Ausbildung hier hinten macht. So, du findest keine Bäume mehr, das ist ja grausig. Dann war es das wohl erstmal mit deiner Arbeit. Und ja, Kalender Cray, keine Sorge, das mit dem bedenkenlosen Wohngebäudeabriss wird aufhören. War, wie gesagt, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen lassen wir erstmal alle Wohnhäuser stehen, bauen vielleicht sogar noch weitere. Und da geht's los mit dem Angriff. Ja, den sollten wir, denke ich, hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch kommt. So viel kann es aber auch gar nicht mehr sein. Wir werden uns aber auf jeden Fall noch ein bisschen Manpower hier hinten dazu holen. Wie gesagt, ich bin gerade ein wenig scheu, muss ich gestehen. Und ja, ich habe auch schon den Tipp gesehen von wegen, hey, mach doch mal hier ein bisschen, na, wie heißt das denn? Oh, verdammt, ein bisschen Mana fehlt noch. Dass ich mein Mana quasi dadurch generieren soll, dass ich einfach ohne Ende große Tempel baue. Mache ich gern, kriegen wir hin. So, andererseits, wie gesagt, ich weiß gerade noch nicht, wie viel hier kommt. Es scheint nicht mehr allzu viel zu sein. Ich will aber doch zumindest ein paar Trüppchen mehr noch zusammenklamüsern. Ach ja, Kalenderkult, du sagtest ja schon von wegen, dass die Wohnhäuser stehen bleiben sollen. Aber kannst du mir oder irgendwer von euch mir nochmal diese Siedlerstatistik hier erklären? Weil ich werde dann auch nicht so hundertprozentig schlau draus. Da bräuchte ich einfach mal ein bisschen Input. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich die Wohnhäuser nicht abreißen, solange ich noch Soldaten rekrutiere, weil dann erst noch weitere Larrys rauskommen können. Oh, jetzt habe ich nur 13? Okay. Nur noch 5? Hä? 4, ja, okay. Es schrumpft weiter, ohne dass ich jetzt checke, warum. Und wir haben keinen mehr zum Rekrutieren. Schön. Ob es die 4 Waffenlarrys waren, die es zum Schrumpfen gebracht haben? Möglicherweise. Fehlt dir noch was? Da, 2 Brettchen. Ja, komm, das kriegt ihr ja wohl hin, oder? Da oben sind schon 2. Die Frage ist noch, habe ich genug Träger dafür? Und ich bräuchte hier noch ein Lager, wo dann auch nur Gold rein soll. Warte mal, ich muss gerade über... Ach ja, hier unten stimmt, da war meine zweite Waffenschmiede. Ich musste gerade einmal kurz überlegen. Aber wisst ihr was? Vielleicht sollten wir noch eine weitere Eisenschmelze bauen. Kommt dann mal hier unten hin. So, da fehlt Überraschung. Jetzt fehlt mal ein Steinchen. Das haben wir auch selten. So, endlich wird hier ein bisschen Reisschnaps gebraut. Das finde ich super. 2 liegen da schon. Warum auch immer die noch nicht im Tempel sind. Vermutlich wegen der Anzahl an Siedlern, die wir haben. Nämlich zu wenig, um es mal dahingehend auf den Punkt zu bringen. Wenn jetzt mal jemand sich bereit erklärt, einen Stein zu holen, das wäre vorzüglichst, ihr Lieben. So, ich hoffe, das wird sich jetzt mal geben mit der Anzahl an rekrutierbaren Siedlern. Dadurch, dass wir dann das Wohnhaus da stehen haben. Ja, da kommen auch schon viele neue Larrys raus, das ist auch schon mal gut. Und siehe da, sie gehen alle direkt an die Arbeit und tun Dinge. Ja, aber so langsam steigt jetzt auch die Zahl der möglichen Rekruten. Und keine Sorge, für diese Mission werde ich aufhören, Gebäude abzureißen. Denn es macht ja so scheinbar nicht viel Sinn, was ich da so getan habe. Warte mal, haben wir? Nein, immer noch nicht. Ich hätte ganz gerne so einen kleinen Schwung. Du findest keine Bäume mehr? Das kann doch nicht sein. Warte mal, wie viele Holzzellen haben wir da? 1,
Nur ein Holzfäller und du findest da nichts mehr? Das ist doch Quatsch, ist das. Ach so, ja, warte mal. Haha, wir haben ja das nach da hinten verlegt. Ich entsinne mich. Dann ist das doch kein Quatsch. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, jetzt habe ich scheinbar eine annehmbare Zahl an Wohngebäuden. Das ist schon mal ein Träumchen. So, und ich glaube, ich werde dich hier hinten doch mal abreißen, damit ich ein bisschen Kräfte freisetze, um es mal so zu sagen. So, ich guck mal, dass wir uns den Part hier schnappen. Und dann da hinten, wie gesagt, da würde ich mich noch ein bisschen sammeln wollen, denke ich. Weil ich weiß noch nicht so genau, was uns da erwartet. Ich vermute aber, dass das da der doch noch ein bisschen was in der Hinterhand hat. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ah, jetzt haben wir genug Mana. Sehr schön. So. Pöck und Eisen. Nice. So, da Türmchen hätte man. Mal schauen, was die Umgebung hier so sagt. Wow, okay, ich glaube, da können wir noch uns ein bisschen weiter austoben. So, und jetzt bringt mal alle das Eisen hier zur Waffenschmiede, damit wir dann noch schneller Gas geben. So, jetzt verbessern wir auch die Bogenschützen. Sehr schön. I like. Noch mehr Forsthäuser, noch mehr Holzfäller. Der baut irgendwie nur Rohstoffe ab, habe ich so das Gefühl. Das heißt, möglicherweise haben wir da vielleicht doch gar nicht mehr so viel Gegenwehr. Aber wie gesagt, ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Von daher tut mich sorry. Holen uns erstmal die Ecke hier hinten und dann machen wir mal... Gucken wir mal, wann wir nach unten vorpreschen. Du kannst aber schon mal abgerissen werden. Du genauso. Schwing. Okay, die Ecke dürften wir jetzt haben. Ja, alles klar, da kommt nichts mehr. Wunderbar. Bringen wir schon mal hier hinten in Stellung. Mein Gott, jetzt kommen sie aber alle hier mal. Ja, schön, jetzt wo wir so viele Träger haben, kommen auch mal sämtliche Rohstoffe von hier hinten rüber zu uns. Das ist doch mal ein Träumchen. Haben wir noch genug? Warte mal, Steinfluch. Genau, diese Schmelze. Ich glaube, das würde ich einfach mal gerne ausprobieren, damit ich weiß, was das ist und was genau das kann. Das machen wir mal hier oben. Da haben wir ja einiges an Schnee, weil ich will das für mich einfach mal verstehen, was genau das bringt. Oh, habe ich mich erschrocken. Gut, da sind wohl gerade ein paar abgeschmatzt, die den Heimweg nicht gefunden haben. Ja, das tut mir natürlich leid. Nicht. Kommen jetzt hier eigentlich auch noch Larrys raus? Oder? Man weiß es nicht. Es bleibt ein Mysterium. So, wo ist denn hier unser Priester Larry? Ach, da unten ist er. Gut, alles klar. Dann schauen wir mal, dass der möglichst zeitnah da ankommt. Ja, bitte. Du findest keine Steine mehr. Ja, ich glaube, dann war es das auch mit dir hier hinten. So, mehr Larrys, das finde ich super. Du findest auch keine mehr. Gut, das war ja abzusehen, aber du könntest doch theoretisch... So. Ein paar findest du dann immerhin noch. So, lieber Priester. Ach, da bist du. Versteck dich einfach zwischen den Bäumen, als wenn nichts wäre. Kleiner, frecher Larry. Wollen wir uns noch einen großen Tempel gönnen? Ich würde sagen, ja.
So, läuft auf jeden Fall bei uns. Was? Ah, nicht losrennen. Oh Gott. Okay, da hat er doch noch einige Truppen stehen. Und ich muss meinen Larrys mal sagen, dass sie die Position halten mögen. Hier mal bitte voll machen, dass wir ein bisschen gesicherten Feuerschutz haben. Lohnt es sich noch ein Lazarett zu bauen oder soll ich einfach drauf kloppen? Ich würde sagen, wir bauen noch ein Lazarett, beziehungsweise mehrere Lazarette. Lazaretts. Und, ach, ein großes Wohnhaus sind wir noch beizubauen. Wo denn? Ja, habe ich das jetzt vollkommen verdrängt? Hier hinten, ne? Jo, genau da. Und siehe da, es ist auch schon so gut wie fertig. Traumhaft, ihr Lieben. Oh, da kommt wieder einiges an Manpower zusammen. Herrlich. Da kommt doch so richtig schön Freude auf. Da kommen neue Wohnlarrys raus. Wunderbar. Und ihr steht hier ja scheinbar sowieso nur im Weg. Deswegen schließt doch mal bitte mit dem Rest der Scooby-Gang auf. Alter, wie viel Rohstoff wir schon haben, nur dadurch, dass wir es eingenommen haben. Und hier wollen wir ja noch was probieren. Schnee schmelzen. Mal gucken, was dadurch passiert. Ach so, oh, okay. Damit machen wir quasi das Gelände frei, damit wir da Bergwerke bauen können. Das ist natürlich ein Träumchen. Ja, alles klar. So wird ein Schuh draus. Das macht Sinn. So, Hilfe herbeirufen, das war ja der Teleportationszauber, wenn ich mich recht entsinne. Da kann ich quasi den Priester hier irgendwo rein sneaken lassen und dann sagen, ich teleportiere mal eben meine Trüppchen darüber. Das ist natürlich ein Traum. Ach nee, was schön, wenn man so viele Rohstoffe hat. Das ist herrlich. Ich wäre geneigt tatsächlich mal... Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, welcher Knopf es war. War es F12, um das alles mal zu beschleunigen? Aber ihr sagtet ja schon, ihr seid da nicht so Freunde von... Oder zumindest Calendar Cray, glaube ich, sagt das. Von daher... Sollten wir das wohl doch eher lassen. Sehr schön, hier sind auch schon alle Rohstoffe vor Ort. Heißt wohl, wir könnten vermutlich bald auch... Mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr da die Baustelle sehen. Wegen zu viel Schatten. Ja, das ist der Nachteil, wenn man die ganze Zeit nur Gelände holt ohne... Ne? So, sehr schön, das erste Lazarett ist schon so gut wie fertig. Rohstoffe haben wir auch schon überall. Es müssen jetzt nur noch ein paar Mal mit dem Hammer dagegen geschlagen werden. Damit ein Schuh draus wird. Derweil wächst unsere Armee ins Unermessliche. Traumhaft. So, dann können wir schon mal die ersten Larrys zur Heilung schicken. Irgendwie gefühlt geht das Spiel ein ganz kleines bisschen schneller, oder bilde ich mir das nur ein? Ach nee, warte mal, wir müssen ja da unten an die Ecke, ne? Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich... Es kommt mir gerade tatsächlich so vor, als würde das jetzt hier schneller ablaufen. Also ich meine jetzt nicht schneller im Sinne von, dass die Prozesse als solche schneller sind, weil wir einfach mehr Ressourcen und mehr Träger-Larrys haben, sondern wirklich spieltempomäßig. Aber wie schon erwähnt, kann sein, dass ich mir das einfach nur einbilde.
So, wieder einige neue Soldaten zur Verfügung. Müssen wir nur noch mal gucken, dass wir es schaffen, dass auch der Richtige mal an der Tür da vorbeigeht. Mein Gott, geh doch dahin, Menschenskinder, ey. So, jetzt habe ich schon so viele und es bringt immer noch nichts, weil ich immer noch zu blöd bin für das Ganze. Das ist natürlich auch ein Träumchen. Und wieder ein paar neue Pappenheimer, sehr gut. Mal, wobei so, also ein paar angeschlagene sind dabei, aber so viele sind es dann jetzt auch nicht. Und ich würde fast vermuten, weil der sich vorhin schon zurückgezogen hat, dass unsere Truppenstärke jetzt eigentlich reicht für einen Angriff.